Der Kapitalismus, so wie wir ihn in den letzten Jahren kennengelernt haben, der hat uns richtig in die Krise gebracht. Der hat die soziale Marktwirtschaft in die Krise gebracht, die Gesellschaft, er hat die Umwelt in die Krise gebracht. Er war zügellos. Und die Frage ist, wollen wir jetzt das ganze System wegschmeißen oder bleiben wir dabei, aber ändern es? Ich bin der Meinung, dass es keinen Sinn macht, zur Kommandowirtschaft zurückzukehren. Wir müssen die Marktwirtschaft stabilisieren. Das geht aber nur, wenn sie in Zukunft auch lernt, Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft zu nehmen. Das wird sie nicht freiwillig tun. Die Politik muss den Rahmen setzen, dass die Marktwirtschaft, mit der wir unser Geld erwirtschaften, die Umwelt und die Gesellschaft nicht zuschanden reitet.